So, ein erneuter Versuch. Ich habe schon zweimal probiert, das ein bisschen besser hinzukriegen hier für die Aufnahme. Ich hoffe, euch wird es jetzt nicht schwindelig. Ich muss das ein bisschen vorrücken. Mal gucken, ob ich was habe, um das abzustützen. Ach Mist. Ich glaube, so geht's, ne? Ja. Ihr seht, wenn ich mich angucke, gucke ich so. Und wenn ich euch angucke, gucke ich so. Aber ich muss mich oft dazu besinnen, euch so anzugucken, ihr lieben Handarbeitsfreunde. Das sage ich jetzt speziell zu allen, die tatsächlich handarbeiten. Und vielleicht auch denjenigen, die neu zu mir gekommen sind. Ich mache hier schon seit einiger Zeit Podcasts und zeige, was ich so gewerkelt habe, auch gemalt habe. Und hauptsächlich geht es um Wolle, 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 Wolle und ein bisschen Geplauder und überhaupt ein paar Lebensweisheiten, sofern ich sie vermitteln kann. Ne? Würde ich das gern tun, wenn es jemandem hilft. Wenn es jemandem nicht hilft, hat er Pech gehabt. Jetzt rücke ich doch nochmal ein bisschen näher bei. Irgendwie gefällt es mir überhaupt nicht. Ich drücke nochmal kurz auf Pause. Ja, jetzt ist es wieder umgekippt. Ach Mann. Ey, Leute. Ah, hält's jetzt? Das geht schon wieder gut los, gell? Ja, ich bin immer noch nicht ganz zufrieden, aber ich lege jetzt endlich mal los. Ne? Ihr habt schon wieder euren Spaß gehabt am Anfang. Ich weniger. Ich schwitze nämlich. Es sind draußen. Eben kommt die Sonne auch wieder raus. Gefühlte 38 Grad. Gestern waren es jedenfalls 37 Grad bei uns. Und heute soll es noch schwüler werden und eventuell ein paar Tröpfchen regnen. Aber die letzte Zeit, wenn ich den Wetterradar, also den Regenradar verfolgt habe, habe ich immer mal eine dunkle Wolke kommen sehen. Aber die hat sich kurz vor unserer Region in Wohlgefallen aufgelöst. Hat sich woanders ausgeregnet. Naja, immerhin. Also bei uns ist es sehr, sehr trocken. Ne? Also es ist nicht mehr schön. Es macht keinen Spaß mehr, in den Garten zu gehen. Man leidet mit den Pflanzen. Jetzt habe ich mich noch mal ein Stück tiefer gesetzt. Noch mal Überraschung. So, jetzt stimmt es. Aber jetzt passt es gut, wie ich sitze. Bin ich zufrieden. Dann kann ich auch besser aufnehmen. Ne? Muss man einen Schluck trinken. Trinken ist ja wichtig bei der Hitze. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, Mensch, was treibt euch dazu, mir zuzugucken, wenn ich hier so vor der Kamera rumhampel? Mir tausend Gedanken durch den Kopf gehen, was ich euch alles zeigen könnte und will. Und dann am Ende des Films festzustellen, ich habe doch wieder was vergessen. Okay. Das ist schnöder Kaffee. Von gestern in der Mikrowelle aufgewärmt. Ja, man soll ja, also Kaffee wegzuschütten, das ist eine Sünde, ne? Also man sollte sich vor Augen halten, welche Menschen wo unter welchen Anstrengungen zum Hungerlohn den Kaffee ernten. Und wir würden ihn so einfach mal so wegkippen. Das geht ja gar nicht, ne? Und ich bin auch dafür, obwohl ich es auch nicht immer mache, gestehe ich offen ein, aber ich bin auch dafür, gelegentlich oder zumindest so 50-50 mache ich das inzwischen, Fairtrade-Kaffee dazu zu kaufen, anstatt dem aus dem Discounter. Gut. Aber ab und zu hole ich ihn dort auch. Also ich muss gestehen, ich kaufe nicht nur Fairtrade-Kaffee. Ja, wieder ein kleiner Ausflug, nur um euch abzulenken und nicht das Wesentliche zu zeigen. Nämlich das, was ich gewerkelt habe. Ich getraue mich gar nicht, es jetzt in die Kamera zu halten, weil ihr denkt, ach, schon wieder. Aber es muss sein. Also es gab ein, zwei Zuseherinnen, ich danke euch dafür, die, als ich es als schon vermeintlich fertig in die Kamera gehalten habe, gemeint haben, und es war ganz lieb, mich darauf doch ein bisschen hinzuweisen, gibt es auch keine andere Lösung. Also, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es handelt sich, Achtung, Augen, Sonnenbrille auf, um das Valentinskast-On-Röckchen für meine Enkeltochter. Und da hatte ich ja unten so ein, ach, was
ich weiß gar nicht mehr, was da dran war. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es mal fotografiert habe. Es war sehr merkwürdig. Und mir hat es auch nicht gefallen. Und ich war erst zu faul, es nochmal aufzuribbeln. Aber dann hat mich doch das Tier geritten. Und die Überlegung, dass das Röckchen jetzt für jetzt zu groß ist, ne, hat mich auch ein bisschen angespornt. Also hier oben insgesamt und dann noch was dran zu machen, damit es nächstes Jahr passt. Ne? Da kann man ja reinwachsen in so ein Strickröckchen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, also ich habe jetzt aufgerippelt bis an diese Nupsi-Reihe, die ich mit lauter Häkelbobbels gemacht habe. Und dann habe ich hier hinten wieder Maschen aufgenommen. Das war ganz schön. Das hat, glaube ich, gefühlte 2 Stunden gedauert, bis ich die alle aufgenommen habe. Und dann habe ich mit dem gleichen Garn, also kein Fremdgarn genommen, sondern den aus dem Farbverlaufsbobbel, ein Rappelbobbel mit dem Namen Vergissmeinnicht, habe ich hier unten so ein Wellenmuster. Das kennt ihr alle, das ist der Klassiker, ne? Dass man ein paar Maschen mit Umschlägen zunimmt und ein kleines Stück wieder abnimmt und dann wieder mit Umschlägen zunimmt. Das gibt so ein wunderschönes Wellenmuster. Und das habe ich gedacht, sieht jetzt schlussendlich so aus, als ob da ein Petticoat drunter wäre. Von früher noch, Nostalgie pur, ne? Petticoat-Zeit. Ich kenne sie noch. Ich weiß nicht, wer von euch Zuseherinnen es noch kennt. Aber diejenigen, die 50er Jahre Fans sind, die haben ja ihre eigenen Festivals mit Rock'n'Roll und entsprechender Musik und vielleicht noch Oldie-Paraden, also Auto-Oldie-Paraden. Die sind ja recht begehrt, auch bei den jungen Leuten. Und ich finde das schön, dass man alte Phasen oder solche Trends, die mal so hype waren, dass man die noch weiterhin kultiviert. Und das vielleicht noch mit so einem Touch Moderne. Also das gefällt mir gut. Und das sollte auch weiterhin so passieren. Ne? Ich sag so, jeder muss so seine Visionen haben. Ne? Und ich bewundere die Leute, die sich rund um alles, was mit den 50er Jahren und der Rock'n'Roll-Zeit zu tun hat, die das ausleben und uns damit auch mal neue Impulse geben. Habe ich das nicht toll gesagt? Gut, es war jetzt Selbstironie, ne? Kein Eigenlob. Manchmal komme ich ins Palabern. Und es ist keiner da. Die Kamera sagt nicht, hey Silvia, stopp, stopp, du redest Quatsch, hör auf, mach weiter. Das tue ich jetzt. Ich mache jetzt weiter mit dem Zeigen. Ich habe, warum auch immer, ich habe ja, weiß Gott, genug auf den Nadeln. Entschuldigung, ich muss mal kurz die Räuspertaste drücken. So, jetzt geht's wieder weiter. Meine Stimme ist heute so belegt, ich weiß gar nicht warum. Aber ich glaube, das kommt vom kalten Trinken. Ne? In der Hitze soll man ja gar nicht so kalt trinken. Und das belegt die Stimmbänder. Aber man ist doch versucht, eher was mit dem Eiswürfelchen zu trinken als ohne. Ja, wenn man was Warmes trinkt, heißt es ja, schwitzt man weniger, aber das kann ich eigentlich nicht sagen. Egal. Weiter geht's. Ich habe begonnen zu erzählen, dass ich, obwohl ich weiß Gott genug auf den Nadeln habe, noch was Neues zwischendrin angefangen hatte, weil ich mich animieren ließ von einer Handarbeitsfreundin von der Maiga. Maiga, das ist der Podcast Die Katze und das Knäuel. Wir machen so ein Mini-Karl und zwar stricken wir gemeinsam den Love You Babe von der Susanne Sommer. Ja, ich hatte euch beim letzten Mal gezeigt, wie ich im Brioche-Teil ein ganzes Stück vorangekommen war. Da hatte ich dann aber einen kleinen Unfall und musste wieder zurück und wieder vor. Und jetzt bin ich aber aus dem Brioche-Teil schon lange raus. Und übrigens hatte mir eine nette Zuseherin einen Kommentar geschrieben, dass sie bei Brioche auch ab und zu mal einen Hilfsfaden mitnimmt, falls man zurückribbeln muss. Und das werde ich mir auch angewöhnen, weil Brioche zurückzustricken oder aufzuribbeln und wieder aufzunehmen, ist schon nicht einfach. Ich kann es euch jetzt leider nicht auseinandergezogen zeigen, weil ich in der Sektion 3 bin, mit verkürzten Reihen ein Perlmuster. Und das lässt sich jetzt nicht anders zeigen. Das war die Sektion 2. Hier,
Das sind auch verkürzte Reihen. Und da habe ich zwei andere Farben genommen. Das war einmal die Farbe vom Marco, das Pink. Und diese Farbe ist von Mayflower. Die habe ich jetzt beide für diese Sektion genommen. Und es wird, glaube ich, ganz gut. Zum Schluss kommt ja noch, wenn hier unten das noch so ein bisschen unregelmäßig erscheint, da kommt ja eh noch ein I-Cord-Abschluss dran. Das ist die Rückseite. Und jetzt stricke ich nur mit dem hier das Perlmuster. Das wird dann auch so mit verkürzten Reihen, wird eine Spitze rausgearbeitet. Ich kann es euch ja noch mal hier auf dem Bild kurz zeigen. Vielleicht gibt es das halbwegs wieder. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt bin ich hier in dem Teil. Wird hier die Reihen verkürzt und da eine Spitze durch Zusammenstricken erreicht. Und dann kommt noch mal zweifarbig Brioche und dieser ganze I-Cord rundherum. Also es ist noch ein bisschen zu tun, ne? Aber die Farben gefallen mir sehr gut. Ist für mich bislang eine total untypische Farbkombi und dafür umso reizvoller. Ne? Und es ist ganz weich und schmusig. Also die Arbeit lohnt sich. Ist spannend. Jetzt kommt ein bisschen mehr Routine dazu. Also jetzt ist es nicht mehr so dramatisch, bis ich wieder an das zweifarbige Brioche zum Schluss komme. Aber ich glaube, wenn das nur so ein kurzes Stück ist, ist es auch nicht so schlimm. Ich dachte ja ursprünglich mal, und jetzt wiederhole ich mich wieder, dass Brioche für mich eine ganz herausragend tolle Technik ist, neue Sachen auszuprobieren. Und ich habe auch Bücher gekauft oder ein extra Heft gekauft. Aber ich muss sagen, es fällt mir nicht immer so leicht mit dem Brioche. Also rundherum, ja, kein Problem, aber hin und her, manchmal bin ich dann so fusselig und vergesse, dass man die Farbe wechseln muss. Ganz blöd. Oder die Zu- und Abnahmen, da muss ich noch üben, 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 üben. Aber das ist auch eine Geschichte jetzt im Alter. Ich muss leider wieder auf mein Alter zurückkommen. Aber es ist so, es ist auch sinnvoll im Alter gewisse Herausforderungen anzunehmen und neue Sachen zu lernen. Da gehört zweifelsohne Brioche für mich dazu. Und sagen wir so, so Brioche-Strickerei ist auch nicht so die typische Sommerstrickerei, weil das einfach so dick wird und so fluffig, ist ja ganz toll, aber im Sommer hat man lieber Spaß an anderen Sachen. Was fertig geworden ist und was schon 101 YouTuber hier gezeigt haben, das ist der Starting Point. Und Leute, ich sage, ich stehe jetzt mal auf. Meine ist, glaube ich, 2,5 Meter lang geworden. Oder 2,50 Meter. Ich habe ihn jetzt hier in der Mitte geknickt. Und er ist ellenlang. Das ist jetzt dieses Dreiecksteil, was ich selber konstruiert habe aus den Farben. Dann musste ich noch ein bisschen Fremdgarn hier dazu nehmen. Das ist ein Strumpfgarn, was farblich dazu gepasst hat, weil mir die Wolle nicht gereicht hätte sonst. Und habe ich dann so ein bisschen getrickst, aber es sieht auch schön aus. Tricksen ist ja eh meine Stärke. So, und das ist jetzt dieser ganze Schal zusammengelegt als halbes. Und da kann man ihn sich natürlich im Winter wunderbar. Oh, liebe Leute, das ist ja eine Strafarbeit jetzt hier bei 38 Grad. Den kann man sich ja umwerfen, das ist ja unglaublich. Und dann kann man ihn, wenn man ihn auseinander nimmt, auch noch wie ein Poncho tragen. Ne, wenn man ihn ja dann so nimmt. Also das ist ja ein Megateil, den habe ich jetzt noch nicht gewaschen. Boah, guck dir mal. Der geht bis fast auf den Boden und ich bin 1,70 groß. Also den kann man sich sehr schön drapieren. Und das sieht halt toll aus. Ne? Oder wenn man noch eine Tuchspange nimmt, ne? Oh, irgendwas. Also ich kann das jetzt heute nicht so gut vorführen bei dem Wetter. Aber da lässt sich einiges draus machen, weil manche noch nicht wussten, wie sie sich ihn legen sollen. Also das geht ja auch gut, ne? Ohne weiteres. Man kann das dann. Aber ist jetzt eine Zumutung. Echt, bei der Hitze geht gar nicht. Ja, und dann will ich mal zwischendrin, weil diese Farben hier so erscheinen. Das ist alles naturgefärbtes Garn. Die Maria und der Torben von 3,5 waren ja
so nett, haben uns an ihrem Naturfärbekurs ein bisschen teilhaben lassen. Und da kamen diese klassischen Farben auch drin vor, die ich von einer Naturfärberin gekauft habe. Dieses Gelb ist, ich komme jetzt nicht drauf, Leute, was es ist, aber die, die sich mit Naturfarben befassen, die wissen das. Das ist Zwiebel, glaube ich, gewesen. Und das ist auch irgendwas, so ein Lachsrot, das ist auch typisch für die Naturfärberei. Und diese drei Farben habe ich jetzt hier verwendet aus diesem Naturfärbefundus von mir. Und das ist von der Wolle Hollicke. Ich komme leider nicht auf den Namen von dem gefleckten Garn. Das ist so naturweiß in allen Farben gesprenkelt. Da habe ich dann diese Chevrons hier auch gemacht. Und das ist ein Aubergine, das ist ein Merino Fein von Langjans gewesen, glaube ich. Das hat halt farblich sehr schön dazu gepasst. Und die hat die gleiche Stärke, deswegen habe ich das verwendet. Ja, mein Starting Point war Teil, also mein Stück, wo ich mitgemacht habe beim Kunkel Karl. Und das sind ja ganz liebe, liebe Damen, die den Kunkel Karl ja mit Herzblut antreiben. Und auch alles zusammenhalten, alle Stricker, die sich da treffen und auch virtuell in einer WhatsApp-Gruppe. Und da gibt es demnächst einen neuen Karl, ab 18. August, glaube ich. Das ist der Karl. Da geht es um den Waiting for Rain. Kann sich jeder noch dafür interessieren, wenn er auf die Webseite von der Schwäbischen Kunkelstube geht und dort nachsieht. Viel berichten tut und regelmäßig berichten tut auch die Elli von Verstrickt und Zugenäht. Und ja, wenn ihr dort noch Anregungen haben wollt zu diesem Karl, ich werde ihn nicht mitmachen diesmal. Es hat riesen Spaß gemacht, in dem Karl mitzustricken. Aber für das, was ich momentan zu tun habe, passt es nicht, jetzt wieder so ein Projekt anzugehen. Vielleicht mache ich beim übernächsten Karl mit. Denn was mich momentan sehr umtreibt, im Moment, weil es heiß ist und das man auch bei Hitze machen kann jetzt, ist die Forest Path Stole. Das ist ja ein ganz spezielles Stück, auch eine Herausforderung zum Lernen. Selbst für so etwas ältere Strickhasen, wie ich einer bin. Ach, apropos Strickhasen. Der Marco sagt immer, ihr Hasen, das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, Strickhase, siehst du. Aber wer hat's gesagt? Ich komme jetzt nicht drauf. Der Thorsten von Just Do It hat gesagt, es gibt jetzt eine Selbsthilfegruppe für Wollsüchtige. Und das seien wir alle mehr oder weniger hier in der Strick-Community oder die wir uns austauschen auf Instagram und auf Facebook vielleicht und hauptsächlich auch hier in den YouTube-Channels, sei es aktiv als YouTube-Dreher, Filmer oder als regelmäßiger Kommentator und Kommentatorin. Ohne die wären wir ja gar nichts und da gibt es so viele ganz liebe Leute, die regelmäßig schreiben, ne? Regelmäßig und dafür danke ich euch. Ehrlich, es macht immer Spaß. Ja, und wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach so, Selbsthilfegruppe für Wollsüchtige. Gab es jetzt eine Aktion, die mich auch sehr angefixt hat. Und zwar, dass Diana von Leusachgarn, hallo Diana, wenn du das schaust, ich grüße dich ganz herzlich. Und die von Lexis Masche, jetzt war es leider im Vornamen nicht. Komme ich jetzt nicht drauf, Blockade. Entschuldige bitte, dass ich jetzt deinen Vornamen nicht weiß. Fällt mir bestimmt ein, wenn ich wieder auf Stopp gedrückt habe. Gut, also die beiden haben eine spezielle Aktion unter sich erstmal gestartet, die mich auch total fasziniert. Und zwar diese Art, um UFOs aufzuarbeiten. Das heißt, alle UFOs mal zu dokumentieren und auszubaldowern. Was ist da eigentlich in den Schränken, in den Taschen, in den Tüten, in den Kissen? Und das gebündelt mal Stück für Stück mit Nummern zu versehen und dann eine Nummer zu losen und sich gegenseitig dazu zu animieren, die ausgeloste Nummer jetzt tatsächlich als nächstes fertig zu machen.
Gut, habe ich gedacht, okay, das mache ich auch. Ich komme nur jetzt im Sommer, ist das jetzt für mich nicht die richtige Zeit dazu. Ich denke, wenn es Herbst wird und ich noch jede Menge UFOs haben sollte, und ich glaube, ich habe noch jede Menge UFOs, würde ich das auch gern tun und vielleicht gemeinsam mit euch. Aber für den Moment hat es einfach nicht gepasst, weil wir waren verreist, wir waren ein paar Tage in Wien mit Freunden, es war super schön, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass es rund um meine Online-Aktivitäten etwas ruhiger war. Das musste auch sein und überhaupt jetzt im Sommer wird es immer wieder mal so Phasen bei mir geben, wo ich nicht permanent über Online mit allen rundherum kommuniziere, sondern auch einfach mal das Smartphone, das Tablet und den Computer auslasse und ein schönes Hörbuch höre. Und einfach mich davon mal erhole und dann habe ich wieder Lust weiterzumachen. Ne? Ja, und so ist es jetzt auch hier gewesen, dass ich also mir überlegt habe, passt jetzt nicht diese Aktion von Diana und meinen Sie, komm, mir schwebt es durch den Kopf, aber von Lexis Masche. Die liebe, gute, die beiden haben mich stark angefixt. So. Aber im Zuge dessen bin ich auch auf eine weitere Idee gekommen, beziehungsweise ein Vorhaben, was mich schon länger umtreibt. Und zwar, dass ich tatsächlich doch mal Ravelry, ich glaube, es heißt richtig Ravelry, nutze und dort meinen Account besser pflege. Und alles mal eintrage, was so gelaufen ist in letzter Zeit, was ich gemacht habe, was ich plane, welche Favoriten ich habe, das alles so ein bisschen zu strukturieren. Und siehe da, ein Nebeneffekt ist natürlich auch, die UFOs zu katalogisieren. Es sind noch nicht alle drin. Ich habe erst angefangen und ich habe halt auch bedingt durch die Hitze und weil mein Laptop immer noch nicht, mein Sohn hat zwar ein bisschen was gemacht, aber mein Laptop ist ein bisschen schneller geworden. Noch nicht so ganz. Aber immerhin kann ich Ravelry, kann ich Sachen eingeben. Und das tue ich so sukzessive. Immer wenn mir was in die Finger kommt, denke ich, ach, das kannst du noch nachtragen, mache ich das, egal, sei es ein UFO oder ein fertiges Projekt. Und da könnt ihr jetzt auch ein bisschen was von mir sehen. Alle die, die in Ravelry auch aktiver sind oder denen das auch Spaß macht. Und wenn ich es vollkommen beendet und fertig habe, habe ich mir überlegt, dann brauche ich mich auch nicht immer so rummachen mit dieser Infobox unten hier für euch, das alles einzugeben. Das ist nämlich auch was, was mir nicht so leicht fällt, die ganzen Links zusammenzutragen und das da einzustellen. Da geht auch viel Zeit drauf und klappt auch nicht immer so. Und deswegen denke ich, wenn mein Ravelry-Account richtig gepflegt ist, dann braucht ihr ja nur dort nachzusehen. Aber nichtsdestotrotz werde ich gelegentlich auch einen Link zeigen, der jetzt akut zu der Folge passt. Dann gebe ich den auch unten ein. Aber ich muss nicht alle Details zu dem jeweiligen Handarbeitsstück auflisten, was ich gerade in Arbeit habe. Das könnt ihr dort sehr gut nachsehen. Gut, genug der Worte. Denn ich will euch ja tatsächlich auch zeigen, was ich momentan mit Herzblut betreibe und was mir wirklich, wirklich Spaß macht. Aber es ist auch eine wirkliche Herausforderung. Das habe ich euch, glaube ich, schon angedeutet. Die Forest Path Stole, die ist jetzt so weit gediehen. Ich bin in der Reihe 2 angekommen. Das ist das sogenannte Fernmuster, also Farn. Das ist das Birch, also Birke, glaube ich, heißt das. Dann ist ein Muster dabei, das kommt jetzt als nächstes. Das habe ich in der ersten Reihe erst einmal gemacht. Da komme ich jetzt auch nicht drauf, wie das heißt. Das ist natürlich mit gefachtem Garn, diese Nupsis zu machen und alles zu erwischen. Auf der Rückreihe muss man das nämlich, das, was man vorher als Umschläge auf der Nadel hatte, wieder zusammenfassen mit gefachtem Garn. Eine wirkliche Herausforderung. Aber es wird so schön, Leute. Es macht so einen Spaß und das geht eigentlich jetzt auch bei der Hitze. Man hat ja immer nur, bin ich jetzt? Man hat ja immer nur 20 Maschen, die man in Arbeit hat, ne? Und stricken tue ich das mit zwei Nadeln von einem Nadelspiel, was ich mir gegönnt habe bei Holz und Stein. Ja, jetzt muss ich es auch sagen. Achtung, unbezahlte Werbung.
sage ich jetzt nicht jedes Mal dazu, das werdet ihr im Laufe des Videos immer wieder mal erleben, dass ich irgendeine Marke empfehle. Aber ich garantiere euch, ich habe es alles selbst gekauft. Vielleicht habe ich auch mal was geschenkt bekommen von der Familie oder guten Freunden. Aber nicht, es wurde nicht gesponsert von der Firma. So, diese zwei Nädelchen stammen aus einem Nadelspiel, habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist die Stärke 3. Und das geht wunderbar mit. Ich habe zwischenzeitlich mal versucht, mit Metallnadeln das zu machen. Also mit Metallnadeln. Ich bin so froh, dass ich diese Holznadeln habe. Mit Metallnadeln hätte ich das nicht weitergemacht. Da hätte ich es schon in die Ecke geschmissen. Und für die, die neu sind, noch mal ganz kurz. Das sind so Bobbelreste. Jetzt bin ich hier an dem da. Er wird jetzt so langsam grünlich. Ich weiß noch nicht genau, wie ich weitermache. Das inspiriert mich. Und das wird der Rand hier, dieses Garn. Das ist so ein Ocean Uni. Den Rand, den ich dann später rundherum habe. Hier, der wird so gut. Der Forest Pass ist eine Empfehlung und eine Anleitung von der Julia von Wulpedia. Ich grüße dich, Julia, falls du das sehen solltest. Für deine Stola-Anleitung, das Tutorial, was du exakt und akribisch für uns in YouTube hochgeladen hast, danke ich dir ganz, ganz herzlich. Und dass du uns auch die jeweiligen, ich zeige es nur ganz kurz, Zählmuster für die einzelnen Abschnitte ins Deutsche übersetzt hast und kostenlos sogar zur Verfügung stellst. Das ist eine ganz tolle Sache von dir gewesen. Hast da so viel Herzblut reingesteckt, man merkt das. Und ich glaube, es hat noch nicht so die Beachtung gefunden, die es verdient, das Projekt. Und ich würde mich mega, mega, mega freuen, wenn die eine oder der andere auch den Forest Pass Stole in Angriff nimmt und sich vielleicht via Instagram oder sonst wie austauscht und idealerweise vielleicht sogar ein YouTube-Filmchen dreht, um das zu zeigen, wie weit die Forest Path Stole dort vorankommt. Und wir können uns auch gegenseitig helfen, wenn es mal fusselig wird. Ne? Die liebe Julia und ihre Familie sind ja nach Irland ausgewandert. Da habe ich neulich zufällig einen Livestream in Instagram mitbekommen und da hat sie gerade berichtet, wie sie angekommen sind und was sie bewogen hat, dazu nach Irland zu gehen. War sehr interessant. Ich glaube, ihre Livestream-Passa-Videos hat sie auch noch in ihrem Channel, in ihrer Playlist. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber wenn es euch interessiert, schaut mal nach. Sehr interessant, die ganze Geschichte. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich habe noch ein bisschen Zeit, auf dieser Aufnahme weiterzumachen. Ja, oh, ich bin jetzt wieder so wild, gell, am Reden. Ich hoffe, ihr kommt richtig mit dem, was ich heute so plappere. Es ist ja, letzte Nacht war ja der Blutmond, die tollste Mondfinsternis und längste in diesem Jahrhundert. Wahnsinn war das, echt. Also wir haben das super sehen können. Aber wenn Vollmond ist, generell bin ich so ein bisschen fusseliger. Ich schlafe schlechter und ich bin so ein bisschen aufgedreht und überhaupt. Und manchmal ist es auch so, ich habe außer ein paar anderen Sachen leider auch eine Schilddrüsenerkrankung und da muss ich Tabletten nehmen. Und ich habe so das Gefühl, dass manchmal die Dosis zu hoch ist und dann ist sie wieder zu niedrig. Ich weiß nicht, dass alle 6 Wochen so eine Blutabnahme sinnvoll wäre. Ich habe es aber, glaube ich, nur alle Vierteljahr. Ich muss mich mal bei der Krankenkasse erkundigen, weil diese Schwankungen machen mich manchmal ein bisschen fertig und man hat ja überhaupt keine Kontrollmöglichkeit. Ne? Man schmeißt sich eine Tablette ein oder anderthalb und dann soll man das noch im Wechsel machen und dann weiß man immer noch nicht, war das jetzt genug oder zu wenig. Aber das nur in Klammern. Das ist eine Bitte an euch. Ich will das jetzt nicht ausbauen mit dieser Krankheitsgeschichte, aber wer von euch vielleicht einschlägige Erfahrung hat, wer auch mit Hashimoto, so heißt diese Erkrankung, Thyroiditis oder was weiß ich, zu tun hatte oder hat, es ist ja leider lebenslang, und ein paar ganz gescheite Links für mich hat und mir die schickt, wäre ich sehr dankbar. Echt. Ich habe mich da jetzt mal so ein bisschen reingelesen und so manches hat sich jetzt auch erklärt dadurch. Okay, nur in Klammern. Aber auch über sowas muss man mal kurz reden.
Ja. Was soll ich euch jetzt noch zeigen? Was interessiert euch noch? Jede Menge. Wie weit es mit meinem schönen Muscheltuch gediehen ist, kann ich euch zeigen. Und zwar. Hoppla, jetzt ist die eine Nadel dran. Das stricke ich auch mit zwei dieser Nadeln. Und so weit bin ich jetzt. Das ist die Spitze. Ich bin in der Reihe 4. Und da bin ich jetzt angekommen. Da muss ich jetzt noch die Hälfte von der Reihe 4 fertig machen. Aber es wird sehr schön. Ach Leute, wird das schön. Es macht auch wirklich Spaß. Aber das ist jetzt auch, also das kann man auch nur unter 30 Grad stricken. Ne? Das ist so ein bisschen, ich schwitze zwar nicht arg an den Händen, aber Forest Pastel aus dem Bubblegarn geht, aber das nicht. Und da zittere ich jetzt, ob tatsächlich meine Wolle reicht. Da muss ich das nächste Mal nochmal drüber referieren, wenn ich noch ein Stück weitergekommen bin und das besser abschätzen kann, wie das mit meiner Wolle ausgeht. Es bleibt spannend, wie immer, ne? Okay. Ja, was soll ich euch noch zeigen? Neuzugänge. Ich wollte euch noch was berichten, aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe einen Zettel gehabt, den habe ich natürlich nicht hier. Ach ja, ich hatte einen Anleitungskaufrausch. Ich habe Anleitungen gekauft, wie blöd. Als ob man nicht genug Anleitungen hätte. Hefte, Bücher, schon jede Menge gesammelt, hatte ich einen Anleitungskaufrausch. Und ich bin auf eine Designerin gestoßen, die mir auch mega, mega gut gefällt. Und zwar die Heidi Kirmeier. Da habe ich 4 Anleitungen im Bundle gekauft, weil es dann eine Ermäßigung gab. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das alles war. Eine kann ich euch mal zeigen, weil ich die schon mal rausgesucht habe, weil die mir unter den Nägeln brennt, sie anzuschlagen. Das ist hier diese Jacke. Und das ist doch Nomen est Omen. Hoffentlich. Showers, Chance of Showers. Wir brauchen Regen. Bitte, 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 bitte. Jeden Tag, also alle Tonnen sind leer, alle Fässer sind leer. Das Wasser kann man ja auch nicht endlos fürs Gießen verwenden. Wer weiß, vielleicht gibt es noch eine Sperre vom Wasser. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll mit meinen Tomaten und mit meinem Salat. Alles gegossen. Also Tomaten ernte ich ja schon inzwischen ein paar. So kleine Buschtomaten, die sind sehr lecker. Aber wenn man bedenkt, wie viel Wasser man da drauf kippen muss, damit die überhaupt weiter wachsen. Ja, nicht so gut, ne? Deswegen halte ich es jetzt nochmal rein. Dieses Jäckchen hat mich natürlich auch zu einer weiteren Untat inspiriert, denn ich habe in meinem Stash geguckt, was ich habe. Auch ich habe jede Menge, mit dem ich das Jäckchen stricken könnte. Aber so ein Neuzugang ist ja auch nicht schlecht, wenn man denkt, okay, so eine tolle Anleitung. Und ich hatte ja noch mehr von der Heidi Kiermaier. Ich werde es euch so peu à peu zeigen, was das noch für Anleitungen sind. Bedarf ja auch einem Wollneuzugang, ne? Dass man auch wieder mehr Lust hat. Ich glaube, ich mache jetzt mal die Lampe aus, die ich da noch an habe. Ist besser so. Eben wird nämlich, kommt nämlich die Sonne wieder raus. Bin ich zwar ein bisschen blasser, klein bisschen. Erscheint so, aber im Grunde genommen bin ich ziemlich braun. Er macht aber nichts. Ich zeige euch jetzt meine Neuzugänge, die ich gekauft habe, um die neuen Anleitungen zu bearbeiten. Unter anderem ist auch bei den neuen Anleitungen auch der okay, dieser Cardigan. Comfort Fade Cardigan. Von der Andrea Mori ist der, glaube ich. Ich habe jetzt die Anleitung nicht da. Und für den habe ich irgendwie keine passende Wolle gehabt. Denn ich habe gesehen, dass das nicht in Fingeringarn gestrickt wird, sondern in DK. Jetzt mal eine Frage an euch in die Community. Hat jemand von euch diesen Comfort Fade KD? So heißt er, glaube ich. Schon in Fingeringarn gestrickt? Oder muss man das dickere Garn nehmen? Und dann habe ich mich auch abgewurstelt bei der Mengenangabe von der Andrea.
was man tatsächlich braucht für die Jacke. Also da bin ich irgendwie nicht durchgestiegen. Auch da wäre ich dankbar. Wenn das jemand schon gemacht hat und weiß genau, was er tatsächlich brauchte und kann mir das mal mitteilen, da wäre ich wirklich froh. Entweder als Kommentar hier unten drunter oder in meine E-Mail, die ich ja für diesen Podcast kreiert habe. Und zwar ist das ja maschenbilder@web.de. Das werde ich euch unten aber nochmal reinschreiben. Gut. Und jetzt zeige ich euch, was ich gemacht habe. Ich war, weil es jetzt so mega heiß war und wir ja neulich schon gesagt haben, wir müssen die ortsansässigen Wollgeschäfte unterstützen, bin ich trotz Hitze oder gerade deswegen in mein Stammwollgeschäft gefahren. Da wird überwiegend Langjans verkauft und Schachenmeier. Ich weiß nicht, was sie noch hat. Keine Ahnung. Ein sehr schön sortierter Wollladen. Die hat aber auch ganz schön zu knabbern an Kundschaft, dass sie genügend umsetzt. Ich habe schon überlegt, vielleicht gehe ich mal mit meiner Handykamera hin. Ich habe mit ihr gestern drüber gesprochen, ob sie das möchte. Dann zeige ich mal so einen Schwenk über die Regale, was sie alles so hat und wie gut sie durchsortiert ist. Und da würde ich tatsächlich mal Werbung machen. Echte Werbung. Trotzdem unbezahlt. Wenn sie mir vielleicht mal drei Wollknäuelchen 10% günstiger gibt, das wäre okay, aber die würde sie mir vielleicht auch so günstiger geben, weil ich ja eine Stammkundin bin. Also da bin ich nicht drauf aus. Ich möchte es gern unterstützen, denn ich selbst habe ja ein hocheigenes Interesse daran, dass dieses Wollgeschäft weiter existieren kann. Gut. Und dann gibt es noch ein zweites Wollgeschäft, das mache ich dann dort vielleicht auch. Und vielleicht ist es für euch auch interessant. Gut. Jetzt spanne ich euch schon wieder auf die Folter hier. Das ist so eine Unart von den YouTubern, ne? Die reden und reden und statt was zu zeigen, reden die und reden und ihr denkt, oh mein Gott, kann ich jetzt mal aufhören zu quasseln und das endlich mal zeigen? Ich zeige es euch mit einem Ruck. Und jetzt werdet ihr euch wundern über die Farben. Schaut mal. Ja, das ist das Garn, was ich jetzt neu gekauft habe. In ausreichender Menge für den Comfort Fady. Nee, Comfort Fade Cardi. Ich werde es 100 Mal falsch sagen, ne? Ihr findet das jetzt wieder witzig. Ich nicht. Gut, das sind die Farben. Und ich habe mich dann gewundert, habe gedacht, ey, hallo, wieso hast du diese Farben genommen? Zwei Gründe. Diese Farben waren wirklich im Halligalli-Sonderangebot, im Ausverkauf. Das ist die Seta Lang Seta Tweed. Die hat eine Lauflänge von 25 Gramm, haben 100 Meter. Und das ist ein spezielles Material. Das lohnt sich ja dann wirklich zu verstricken mit 75% Seide, 25% Baumwolle. Aber eben hängt mir ein Schweißtropfen am Kinn. Gibt's das? Und ich habe kein Tüchelchen hier in der Nähe. Doch, da habe ich von meinen Malsachen noch Zewa stehen. Das muss ich mir jetzt mal da hinten rausholen. Oh, Leute, das gibt's doch nicht, oder? Wow. Das ist meine Rolle, wo ich die Pinsel abtupfe. Da kann ja ruhig ein bisschen Schweiß dran sein, das macht nichts. Gut. Und da habe ich gedacht, das ist ja beinahe. Wie das? Kann man dann sicher zusammentragen. Es sind die gleichen Farben. Viel, viel der gleichen Farben. Ja, das hat mich, das, also Tweed wollte ich ja sowieso, aber dass es jetzt auch noch ein Seidentweed ist. Die Iris hat gesagt, Seide würde riechen. Ich rieche nichts. Ich rieche nichts. Liebe Iris, ich grüße dich auf diesem Wege. Hast ein tolles Video gedreht, das letzte. Ja, hast uns so schön viel erzählt. Fand ich gut, was du alles gesagt hast. Ach ja, Iris Juli Mond, ein Kanal. Ne? Für die, die es nicht nochmal nachsehen wollen. Und als ich so diese Knäuelchen so da rumgekuschelt habe, warte mal, jetzt ist das Braun runtergefallen. Oder Anthrazit. Habe ich den noch entdeckt? Leute, ich war schockverliebt. Schockverliebt, weil ich denke, oh, das muss doch was Tolles werden. Das ist die Langmille Colori, aber die dicke, nicht die Baby. Das sind 200 Gramm, die haben 380 Meter.
Oh, und das war in allen Farben dort im Laden. Also zig Farbkombis. Super. Ist bestimmt eine gute Alternative zu dem Mille Colori Baby, weil es Fingerringstärke hat. Oder sogar DK. Sogar DK, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das wäre noch Fingerring. Ist irgendwie sowas dazwischen. Zwischen Fingerring und DK. Aber ich war schockverliebt. Es musste alles mit. Ne? Musste mit. So ist es halt. Ja, wir Wollsüchtigen. Wo ist da die Selbsthilfe, ne? Wenn ich euch auch noch zu Wollkäufen hier animiere, statt Wolle zu verbrauchen. Okay. Ich habe noch was mitgenommen, was mich auch angemacht hat. Und zwar, weil ich meiner kleinen Enkeltochter zu Weihnachten so ein Mermaid-Schlafhülle stricken möchte. Der Marco von Strick mir was hatte sowas Tolles gemacht für seine Patenkinder. War letztes Jahr, ich glaube, für die Geburtstage von den Kindern. Weiß ich nicht, egal. Ich will das für Weihnachten machen. Und da habe ich das passende Garn gefunden. Mit den Lieblingsfarben von unserer Kleinen. Türkis und Flieder, Pink. Na, Pink ist es nicht. Flieder, Lila. Lila, Flieder und Türkis. Das ist auch so ein interessanter Knäuel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Preis sagen. Das ist ja unbezahlte Werbung. Kann man auch den Preis sagen, ne? Der hat so also um die Roundabout 12 Euro gekostet. Ist nicht schlecht für so ein Schlafsäckchen, weil es ist Mikrofaser. 250 Gramm haben 725 Meter. Und Nadelstärke 3 bis 4. Und das ist ideal. Und da ich jetzt doch nicht sicher bin, ob das langt für dieses Meerjungfrauenschlaf, die Schlafhülle, habe ich mal dann doch noch eins jetzt. Das habe ich gestern angerufen, noch als ich zu Hause war, und habe gesagt, sie sollen mir noch mal eins weglegen. Es war nämlich nur noch eins davon da. Und wenn überbleibt, das kann man ja, da kann man ja noch Accessoires dazu machen und was nicht alles. Diese Mikrofaser hatte ich schon mal für ein Projekt früher. Da habe ich mir eine Häkeltunika mitgemacht. Die ist sehr schön geworden, aber für eine Tunika, die dick gehäkelt ist, wird es dann doch ziemlich schwer. Na gut, die Anleitung, wenn es denn soweit ist, dass ich es tatsächlich anschlage, die hatte ich mir bei Crazy Patterns gekauft. Heißt es Crazy Patterns? Ja. Auch dort kann man tolle Anleitungen finden. Oh, ich sag's ja. Man macht manchmal Sachen. So, jetzt sehe ich gerade, dass die Aufnahmekapazität hier gleich erschöpft ist. Da mache ich dann doch mal eine Unterbrechung. Für mein Schlusswort und mein Bild und was nicht alles, werde ich das jetzt mal hier unterbrechen. So, ich sag euch jetzt doch zügig Tschüss, weil wenn ich es ohne Intro, da verzeiht ihr mir das bitte und sonstige weiteren Bearbeitungen eins zu eins hochladen kann, habe ich das schneller gemanagt. Und das ist am besten, wenn ich nichts schneiden und zusammenschneiden muss. Deswegen hänge ich jetzt auf die Schnelle noch mein heutiges Maschenbild an. Ein Flamingo-Aquarell. Auf Pappe gemalt, auf richtig schwere Aquarellpappe. Und ja, das war ein Experiment, um diese Loose Watercolor Technik kennenzulernen. Und von mir, meine Intention war es eben, diese Federn in ihrer Struktur und ihrer Lebendigkeit ein bisschen rüberzukriegen und den typischen Flamingo-Ausdruck. Ja. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Wenn es jetzt plötzlich aufhört, seid nicht traurig. Und wie gesagt, Intro und Abspann mit einer Slideshow und Diashow, das gibt es im Herbst wieder. Jetzt im Sommer ist es für mich einfacher, dieses Filmchen, was ich jetzt in einem Stück hoffentlich hinbekommen habe, auch eins zu eins einfach hochzuladen. Das geht ratzfatz, da habt ihr was davon und ich auch. Und in diesem Sinne, Grüße!